So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung bei Weeping Woods oder einem Orientierungspunkt. Ich werde euch gleich direkt zeigen, wie ihr das Ganze wahrscheinlich am einfachsten und am schnellsten lösen könnt. Ich habe da so zwei Möglichkeiten im Kopf. Aber vorweg, ihr habt wieder die Möglichkeit, einen Skin zu gewinnen. Wir haben ja gesagt, beim Creator Code gibt es einen Skin. Bei YouTube-Partnerschaft, also so, dass ich auch Geld daran verdiene, bekommt ihr auch einen Skin. Beides ist passiert. Das mit YouTube letztes Wochenende. Aus dem Grund habe ich gesagt, die 2000 Abonnenten sind verdammt nah beieinander. Weil ihr wisst ja, im schlimmsten Fall, jetzt sage ich jetzt einfach mal für mich, für euch im besten Fall, kostet der Skin mich halt 20 Euro. Ihr wisst ja, Family Hack, Familie, wir haben zwei Kinder. Meine Frau springt mir aufs Dach, wenn ich hier schon wieder einen Skin für 20 Euro verlose. So, aus dem Grund haben wir gesagt, das Ganze machen wir bei 2500 Abonnenten. Hört sich jetzt viel an, aber geht relativ schnell, würde ich sagen. Hängt halt alles ein bisschen von euch ab, beziehungsweise von denen, die neu dazukommen. Also, wenn du eben noch kein Abonnent bist, gern Abo raushauen. Gern auch, sag schon, also ein Abo raushauen. Dann gern auch meinen Creator-Code eintragen. Aber das Wichtigste vorweg ist, dass du die Glocke aktivierst, damit du nämlich nicht verpasst, wann diese Verlosung stattfindet. So, das andere ist, wir müssen definitiv befreundet sein. Nämlich, ich kann nur Skins verschenken an Leute, mit denen ich befreundet bin. Und wir müssen halt am besten vorher befreundet sein. Warum, wieso, weshalb, werde ich euch direkt erklären. Wie gesagt, Freunde hinzufügen, YT-FamilyHack, genauso wie der Creator-Code, dann auf Annehmen, zack. Dann gehen wir nämlich kurz in den Item-Shop. Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel. Ihr wollt die Lama-Glocke haben. Ne, zu viel Gedudel. Ihr wollt die Spitzhacke haben und habt gerade was gewonnen bei mir. Ihr könnt euch dann immer irgendwas aus dem Shop aussuchen, was gerade da ist. Also wenn ihr lieber eine Spitzhacke wollt, weil ihr die anderen Skins blöd findet, kann ich auch das machen. Stell mir einfach vor, du hast jetzt gewonnen. Dann gehe ich hier auf als Geschenk kaufen und du heißt einfach, wartet, zum Beispiel Flüdüm. Flüdüm ist schon einen Tag mit mir befreundet, aber wir müssen ja 2 Tage miteinander befreundet sein. Und wie du siehst, ich kann hier klicken, wie ich will. Ich kann euch den Skin bzw. die Spitzhacke dann nicht schenken. Hier, die können das, weil wir halt schon länger als 2 Tage miteinander befreundet sind. Deshalb ist diese Freundschaftsanfrage verdammt wichtig, falls du an dem Tag gewinnst und auch an dem Tag was aus dem Shop haben möchtest. Wenn du gewinnst, ist aber auch kein Problem, dann kriegst du deinen Skin halt 2 Tage später, aber halt aus dem Shop dann. Also, das müsst ihr euch schon im Klaren sein. Des Weiteren an alle Abonnenten von mir und alle, die meinen Creator-Code schon eingetragen haben. Gerne mein Creator-Code nochmal eintragen, weil wir sind jetzt 2 Wochen Creator. Bei den meisten fliegt er jetzt wahrscheinlich raus. Ich kann natürlich immer Unterstützer gebrauchen, ist klar. Ich habe ja gesagt, sobald ich hier Geld verdiene, bekommt ihr einen Teil quasi ab. Nicht in Euro, sondern in Skins. Weil wir haben damals gesagt, PaySafe-Code wollten die meisten nicht, deshalb in Skins oder was auch immer ihr gerade haben wollt. Wie gesagt, einfach YT-FamilyHack, dann auf Annehmen. Am besten macht es einmal am Tag, dann habt ihr eigentlich Ruhe. Aber bei mir war er komischerweise gestern auch komplett ausgetragen. So, das haben wir. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr die Skins gewinnen könnt. Wie gesagt, die werden im Livestream verlost, also deshalb auch gerne die Glocke aktivieren. Dann wisst ihr auch, wann der Skin verlost wird. Ich werde da immer vorher eine Ankündigung drüber machen, auch in mehreren Videos. Jetzt gehen wir erstmal zu den Eliminierungen bei Weeping Woods oder einem Orientierungspunkt. Nämlich, wir probieren das Ganze erstmal solo. Solo deshalb, weil wir haben ja die Bots dabei. Und je nachdem, wie die Flugroute ist, vielleicht haben wir Glück und Weeping Woods landen viele Bots. Die andere Variante werde ich danach zeigen. Wir probieren es jetzt einfach mal im Solo-Modus. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Like-Zeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist, aber Custom Games etc. mit mir spielen willst oder so, oder natürlich auch den Skin gewinnen willst. Gerne ein Abo da lassen, du wirst es nicht bereuen. Das sage ich schon vorneweg. So, dann hoffen wir einfach mal, dass da jetzt ein paar Bots landen, weil ihr wisst ja, der beste Spieler bin ich nicht. Also das beste Gameplay werdet ihr bei mir nicht kriegen. Dafür habe ich dann meine Abonnenten, die holen mich dann mit in ihrem kleinen Rucksack. Und auch so kriege ich dann meine Siege hin. Wie letztens zum Beispiel 14 Kills in einer Runde. Man kennt ihn.
Aber da hat auch alles gepasst. Da hatten wir schlechte Spieler, Bots dabei. Also war auch mein neuer Kill-Rekord. Also 14 Kills sind derzeit mein Rekord. Ist klar. Die ganze Zeit musste ich hier zum Obstgarten wegen den Äpfeln. Jetzt muss ich Weeping Woods und die Flugroute ist wieder da. Jetzt ist halt die Frage, landet man hier direkt am Haus oder in den Bäumen? Ich würde fast echt behaupten, in den Bäumen ist besser. Und eigentlich, warte mal, kann man gucken, ob man das sieht. Ich meine, hier liegt doch dieser von Tomato Town damals. Ich meine, da liegen doch die Sachen. Da haben wir eigentlich eine Kiste sicher. Man kann da, oder soll mir Haupt. Ah, wir probieren es erstmal am Haupt. Hauptgebäude oder das Nebengebäude. Und ihr wisst ja, bin ich der beste Spieler, das könnte sein, dass das hier jetzt für mich ganz böse ausgeht. So, einer fliegt schon mal mit, zwei, aber die ziehen alle weiter durch. Keine Ahnung, wo die hinwollen. Aber ihr hört schon, hier landen einige. Es ist halt echt die Frage, wie wir es machen. Eigentlich ist es außerhalb besser zu landen, weil da eher Bots landen. Weil die guten Spieler landen logischerweise, ihr kennt es, wir landen eigentlich immer alle auf Häusern. So, jetzt hoffe ich, dass hier eine gute Waffe drin ist. Ja, Pistole, beste Waffe, die wir haben im Spiel. Dann finden wir wieder eine Pistole. Hoffentlich werden wir nicht gesniped. Ich sehe den da hinten. Könnte ein Bot sein. Ah, da wird schon geschossen. Vielleicht können wir was abstauben. Ah, ein Bot ist definitiv hier. LOL, hör doch mal auf zu springen, du Dulli. LOL. Das ist schon mal kein Bot. Er muss runterkommen. Alter. Aha. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir wenigstens schon mal einen Kill. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie krampfhaft das bei mir ist. Da kommt auch schon der nächste. Ne, da ist ein Boot. Eieiei, was für eine schwere Geburt. Puh, dieses Gespringen liegt mir halt überhaupt nicht. Das Problem ist, ich bin so One-Shot. Jetzt gehen wir erstmal schnell ans Lagerfeuer. Ja. Keine Metz, man kennt ihn. Ah, da kann ich nichts machen. Eieiei. Also, das ist schon mal eine Variante. Jetzt probieren wir einfach mal die andere. Aber ihr habt ja schon mal gesehen, wo ihr landen müsst. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz für einige, die es nicht wissen. Weeping Woods, da waren wir jetzt gerade. Und Orientierungspunkte zeige ich euch halt jetzt noch mal. Und das probieren wir dann auch mal direkt in einem anderen Modus, nämlich in Team-Modus. Team-Modus, aber nicht auffüllen. Wenn ihr das Ganze halt wirklich alleine machen wollt, habt keinen Bock mit anderen zu quatschen oder so. Einfach solo, paar Mal Weeping Woods runterfliegen. Vielleicht schafft ihr den einen oder anderen Kill. Ihr habt ja gesehen, ein Bot war da, glaube ich, weil da war nur eine Wand gebaut. Jetzt probieren wir dasselbe einfach nochmal im Team-Modus, weil wenn ihr da ein Team findet, was ein Bot ist, Bot-Team ist, dann habt ihr natürlich eure Kills eigentlich sicher. Das ist halt so mein Geheimtipp. Ihr könnt es natürlich auch in Gruppenkeile probieren. Da müsst ihr halt nur gucken, dass ihr an den Orientierungspunkten seid. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, was so Orientierungspunkte sind. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt spätestens dein Abo raushauen. So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt zeige ich euch mal kurz, gerade mal, dass hier nicht so viel rumgeballert wird. Orientierungspunkte. Zum Beispiel hier der Obstgarten ist ein Orientierungspunkt. Dann, wo haben wir denn noch welche? Hier der Leuchtturm ist ein Orientierungspunkt. Hier ist ein Orientierungspunkt. Eigentlich immer so zwischen den Orten ist ein Orientierungspunkt. Ich glaube, hier oben ist auch einer. Dann hier ist definitiv einer, wo der See ist. Hier ist auch einer. Da ist die Holzfabrik, da ist auch einer. Also das ist gemeint mit Orientierungspunkten. So, jetzt gehen wir einfach nochmal hier runter.
und hoffen einfach mal, dass wir diesmal ein paar Bots dabei haben. Weil die Main Teams, die werden eigentlich alle safe am Haus landen. Aber der eben war eigentlich. Eigentlich habe ich gedacht, das wäre ein Bot, aber war keiner. Ich schau mal einfach, wie es jetzt im Teammodus aussieht. Ich will eigentlich nur in die Hütte und dann rüber. Liegt hier. Da liegen nur Minis. Weil hier außen wird eigentlich nie einer alleine landen. Außer es sind Bots. Hier haben wir schon mal zwei Kisten. Eine Pump haben wir damit schon mal. Nein! Lol! Das war also schon mal kein Bot, oder? Wie verhält er sich? Naja, er verhält sich wie ein normaler Spieler. Aber das wäre mein Kill gewesen. Ja, da war noch ein anderes Team, aber vielleicht stirbt der andere noch. Aber ich habe ihm keinen Hit gegeben, aber wir gucken einfach mal. Beziehungsweise ich gucke mal, ihr habt ja jetzt gesehen, was ihr zu tun habt. Wie gesagt, entweder Orientierungspunkte, Dark Kills machen oder Weeping Woods. In dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Und haut rein.